Willkommen, liebe Leute, zurück hier mit Laundry HD zum VOD des Tages. Aber ich muss euch heute leider enttäuschen. Es ist kein VOD wie sonst, sondern ein Trainings-VOD, in dem es um das Scouting mit der ersten Scouting-Drone, Probe oder SCV geht. Je nachdem, welche Rasse ihr spielt. Und was ich hier für euch erstmal vorbereitet habe, ist ein Spiel von mir gegen einen, ich glaube, sehr harten Computer oder so. Ich glaube, ich hätte auch auf den 10 drüber spielen können. Und ich will euch einfach mal zeigen, wie ihr scoutet. Dafür switchen wir mal kurz hier in meine Cam, in meine Vision. Und ihr seht theoretisch alles, was ich mache. Ich möchte euch jetzt erstmal nur verdeutlichen, wie ihr scoutet. Und darauf bauen wir dann am Ende auf. Und ich habe jetzt erstmal nur ein bisschen was gebaut, einfach nur zu Demonstrationszwecken, dass ihr jetzt ein bisschen was seht, während ich hier irgendwie dummes quatsche. Und wir haben auch schon das Wichtigste verpasst. Ich habe meine Drohne in die Base geschickt. So wie viele von euch es machen. Man pausiere kurz. Und dann klickt ihr einmal kurz durch. So wie ich das jetzt mache, ein bisschen zurück, seht ein bisschen, was der Gegner macht. Lasst die Drohne dort, geht wieder zurück in eure Base. So. Und das geht erstmal so weiter, immer weiter. Bis dann irgendwann eines Tages eure Drohne angegriffen wird. So, und ihr jetzt nochmal ganz schnell Makro und wollt wieder zurück und oh, eure Drohne ist tot. So, ich pausiere an der Stelle. Und was habt ihr gesehen? Eigentlich nichts. Und so scouten definitiv 90%. 99% aller Spieler unter Diamond, würde ich jetzt mal so behaupten. Und das ist natürlich keine effektive Art, weil ihr setzt hier 50 Mineralien ein, um ein paar Informationen rauszukriegen. Und damit müsst ihr natürlich auch Informationen rauskriegen. Wenn ihr die nicht rauskriegt, habt ihr 50 Mineralien in den Sand gesetzt, plus die Zeit, die die Drohne hätte meinen können. Also das darf man ja auch nie vergessen. Das wäre dann wahrscheinlich am Ende vielleicht 100 gewesen oder 150 sogar, je nach Länge des Ganzen. Und wenn ihr dann sogar noch seht, was der Gegner baut, spart euch das natürlich noch mehr Geld, weil ihr dann viel effektiver darauf reagieren könnt, als sich auf alles gefasst machen zu müssen. Und ich lade für euch jetzt gleich das nächste Replay, dafür gibt es einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich auch schon wieder zurück, hier zum nächsten Spiel, wo ich lasse mir die Geschwindigkeit auf zweifach. Und wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Also so wie ihr scoutet, sollte man nicht scouten. Was natürlich der Sinn des Scouts ist, um das vielleicht mal zu erklären, was ihr da rauskriegen wollt. Ihr wollt wissen, was euer Gegner zumindest im Early Game plant. Ob er jetzt Fast Expansion geht, ob er auf eine Rush geht, ob er auf Tech geht, also ob er zu irgendwelchen neuen Units techt und damit nicht rusht. Das ist als Sirk vor allem sehr entscheidend. Oder ob er vielleicht irgendwas crazy-mäßiges spielt, ob halt irgendwas faul ist. Und das könnt ihr eben nur rausbekommen, wenn ihr in seiner Base auch wirklich guckt, was der Gegner macht. Wenn ihr nur eure Drohne kurz hinschickt und dann vielleicht einmal 5 Minuten wieder hinguckt und dann die Drohne noch tot ist und ihr vielleicht ein paar Gebäude gesehen habt, wisst ihr trotzdem oder könnt daraus nicht direkt schlussfolgern, was ihr denn genau machen wollt. Da ihr A nicht zum Beispiel seht, vielleicht auf was irgendwelche Chronoboosts gegangen sind, da ihr B nicht seht, wie viele Drohnen vielleicht produziert wurden, da ihr nicht seht, wie er was wohin baut und wie er sich einbaut oder irgendwelche anderen Sachen, die er vielleicht versteckt irgendwo in seiner Base baut. Das werdet ihr alles damit nicht sehen, aber das müsst ihr versuchen zu sehen. Und bevor ich jetzt hier weitermache, muss ich auch noch mal ganz kurz loswerden, dass ihr so wie ich jetzt hier scoute, nur scouten solltet, wenn ihr auch wirklich mit eurem Makro halbwegs klarkommt, während ihr scoutet. Ihr müsst das ja parallel machen. Ihr dürft jetzt nicht nur eure Drohne hinschicken, 3 Minuten in der gegnerischen Base rumrennen, damit die Drohne nicht stirbt, aber habt nebenbei schon 5000 Mineralien auf der Bank und auch absolut nichts damit gemacht. Da muss ich sagen, ist Makro erstmal wichtiger als das Scouten. Und ihr solltet da definitiv mehr Wert auf das Scouten legen. Und wir sehen hier schon meine Drohne auf dem Vormarsch. Ich werde jetzt gleich mal in meine Vision wechseln. Wer bin ich? Und ich werde jetzt auch so das Ganze machen, dass ihr seht auch, was ich anklicke. Ihr werdet jetzt immer unten in der Mitte sehen, was ich im Spiel wirklich angeklickt habe. Ich werde jetzt nichts anderes tun, als das Ganze jetzt hier so durchlaufen zu lassen. Und ja, das Spiel geht einfach mal weiter. Vielleicht so als kurze Info, auf was ich als Sirk bei Protoss gucke, was er spielt. Ich unterteile einfach in zwei Builds. Vor Warp geht oder nicht vor Warp geht. So, das ist erstmal das Wichtigste, was ich gucke. Wenn nicht vor Warp geht, gucke ich, geht er auf Robo, Stargate, Fast Expansion oder irgendwas anderes. Und vor Warp geht heißt für mich, ich muss Units produzieren. Der Rest heißt meistens, ich kann erstmal ganz hohe Drohnen produzieren. Und wir sehen, ich weiß, wo der Gegner ist. Mache jetzt auch den Fehler, dass ich meine Drohne stehen lasse, muss ich dazu kurz sagen. Aber ihr werdet gleich sehen, was man alles mit einer Drohne machen kann. Also so bewege ich jetzt meine Kamera. Ich mache jetzt absolut nichts, wenn ich suche. Ich kommentiere nur, laber ein bisschen Müll. Und ihr müsst, was ich hier mache, mit eurem Gesicht auf der Drohne, auf eurer Scouting-Unit draufbleiben, damit ihr auch seht, was der Gegner macht. Wenn ihr in eurer Base rumeiert,
könnt ihr nichts machen. Alles, was ihr in eure Base macht, könnt ihr so stören. Ich habe damit einfach nur meinen Shortcut, die 5, wie ihr unten seht, für meine Hatchery. Damit kann ich alles makron. Werde dann ab und zu mal hin und her switchen, um vielleicht mit der Queen Lava Inject zu machen oder eine Expansion zu bauen. Und das ist alles, was ihr nur parallel machen müsst. Ihr müsst ja, wie gesagt, auch recht schnell genug sein. Ja, den Rest werdet ihr gleich sehen. Jetzt werden wir vielleicht noch was ganz Gutes sehen. Ich sehe gerade, dass sein Gate finished und weiß, dass er gleich seinen Cybernetics Core irgendwo hinbauen muss. Versuche jetzt ein bisschen zu blocken. Versuche dabei, das so zu handhaben, dass meine Drohne nicht stirbt. Und ihr seht nebenbei, scout ich hier auch wie gesagt ein bisschen weiter. Bau nebenbei auch meine Units, vergesst meinen Overlord nicht. Mein Spawning Pool ist fertig. Und jetzt dürfte es auch gleich auf die Hatchery gehen. Queen produziert, die Larven nochmal schnell ein bisschen was produziert. Overlord ist raus, jetzt kann ich das wieder produzieren. 4 Sörklinge. Ja, und während ich jetzt immer wegswitche von meiner Drohne in der gegnerischen Base, mache ich kurz mit ein paar Rallye-Punkte, 3-4 Rallye-Punkte, das reicht schon, damit meine Drohne sich weiter bewegt und nicht stehen bleibt. Und was ihr ja auch noch zusätzlich damit verursacht, dass jetzt eine Probe von meinem gegnerischen Protoss nicht weiter an Mineralien sammelt ist. Und dafür kriegt ihr Informationen for free fast. Das müsst ihr euch ja immer durch den Kopf gehen lassen. Der Gegner wird dann sogar später noch 2 Drohnen ranschicken, weil es ihm wahrscheinlich irgendwie auf den Sack geht, dass ich da die ganze Zeit in seiner Base bin. So, jetzt schnell wieder zurück. Lava Inject. Eine Drohne schnell genommen zum Expansion setzen. Schnell wieder zurück in die gegnerische Base und weiter meine Drohne, Micron. Die Expansion schnell setzen. Man soll natürlich meistens Buildings erst bauen, wenn man noch kurz davor ist. Wir sehen, sein Zealot hat er gerade genommen. Und aber ein Zealot ist langsamer als eine Drohne und wenn ich wie gesagt so ein Micro wie hier, dann hat er damit eh keine Chance. Wir haben gerade einen kleinen Fehler von mir gesehen, meine Drohne überlebt mit einem HP, weil ich außerhalb der Mainbase geklickt hatte und meine Drohne dann einen anderen Weg gehen wollte. So, was ich jetzt wie gesagt gucke, wir pausieren mal kurz, was ich soweit sehe in der Base. Ich gehe nochmal kurz zurück, also ich sehe hier, er hebt sich den Chrono Boost nicht großartig auf, er Chrono Boostet hier nicht sein Warp Gate Upgrade. Er baut hier nur erstmal ein weiteres Gate und nicht 4 weitere Gates. Normalerweise bei 5 Minuten ungefähr müssten eigentlich schon fast die Gates stehen von ihm. Und der Upgrade ist definitiv auch ziemlich spät von ihm. Ich weiß nicht, ob er da... Also zumindest kommen sie gerade ziemlich spät vor. Ich weiß gerade gar nicht die Zeit, wann man das genau startet, aber sieht ein bisschen langsam aus. Habe ihm dazu gezwungen, dass er hier seinen Cybernetics Core zufälligerweise noch ein bisschen schief gebaut hat. Normalerweise müsste der ein bisschen mehr hier stehen, so dass hier ein kleiner Eingang ist. Und... ich sehe, er hat 2 Gas, Gas aus 2 Dingern, und weiß also, er geht nicht auf den Vorwarp geht mit nur einem Gas und weiß, dass er tacken will. Und er weiß, solange wie meine Drohne drin ist in seiner Base, kann er nicht sein Tack anfangen, weil er dann weiß, was... oder weil er weiß, dass ich weiß, was er macht. Und ich kann euch vielleicht sagen, dass er auf Void Race gehen wird, und er will natürlich nicht sehen, dass er auf Void... oder er will nicht, dass ich sehe, dass er auf Void Race geht. Ziemlich schwer jetzt gerade auch für mich das Ganze umzusetzen, um euch das zu erklären. Und... das verzögert natürlich sein Tech enorm und Zergs werden natürlich gegen R besser, desto spät, desto länger das Spiel in die Länge gezogen wird. Also wenn er wirklich hätte seinen Stargate vielleicht jetzt schon längst gebaut und wäre mit seinem World noch früher gekommen, hätte ich vielleicht den World Rush nicht abwehren können, aber so war es möglich gewesen. Und was wir noch ganz schön sehen, wie gesagt, 2 Probes verfolgen meine Drohne, also das ist doch besser, geht's doch gar nicht für einen. Aber wir machen erstmal weiter, so, ich mache erstmal das wieder weg. Jetzt seht ihr wieder, was ich sehe. Wir machen einfach mal weiter. Und solange, wie gesagt, wie nur sein Zelle draußen ist, nicht sein Stalker, kann er da absolut nichts machen. Und ich kann auch nicht mit meiner Drohne aus der Base raus, um die vielleicht noch zu retten, was ich jetzt natürlich liebend gerne machen würde. Moment, die sind doch nicht in meiner Sicht. Jetzt sind wir in meiner Sicht. Weil eben dort sein Zelle steht und jetzt, ja, hat mich dort der Stalker erwischt. Und ihr dürft raten, was passiert, Leute. Ihr dürft raten, was passiert. Wir beobachten die Probe. Genau jetzt. Genau jetzt kommt sein Stargate. Und schaut mal auf die Mineralien. Er hätte das schon 115 Mineralien vorher bauen können, wenn ich nicht in seiner Base gewesen wäre. Und nur dadurch ist das eben recht verzögert bei ihm. Und bei ihm ist wie gesagt alles verzögert. Und sowas macht er auch wahnsinnig, wenn man eben diese Probe nicht kriegt. Jetzt später kommen dann natürlich meine Sörklinge, um noch mehr Scouting-Information zu holen. Aber wir belassen es, wie gesagt, bei dieser ersten Scouting-Unit. Er geht hier sogar auf Doppel-Stargate und das wäre alles noch viel, viel früher gekommen. Das erste Stargate wäre viel früher fertig gewesen, wenn ich nicht in seiner Base so lange hätte verbleiben können. Und das will ich euch da auf den Weg geben, dass ihr eben wisst, worauf ihr schaut. Also vielleicht, um mal ein paar Beispiele zu geben, wie ich das mache bei Protoss, schaue ich, wie gesagt, vor Warp geht, nicht vor Warp geht. Wenn er attackt, versuche ich rauszufinden, welcher Attack, beziehungsweise auf Fast Expansion.
Bei Sir gucke ich, wann er den Pool baut. Ich versuche meinen Pool meistens bei ZVZ so spät wie möglich zu bauen. Das heißt, wenn er seinen Pool baut, baue ich kurz darauf auch erst meinen Pool. Wenn ich es denn in der Zeit sehen kann, das muss man nochmal sehen, auf welcher Map das ist, ob das 4-Player- oder 2-Player-Map ist. Oder ich gucke bei Zirk eben, ob er vielleicht irgendwelche, ob er direkt auf Roaches geht oder ob er vielleicht sogar Fast Expanded, soll es ja auch geben. Und dann weiß ich, dass ich da direkt Druck aufbauen kann. Und bei Terran gucke ich zum Beispiel meistens, ob er auf Barracks geht, also auf 2x Pushes. Oder ob er allgemein dann auf vielleicht sogar noch einem etwas späteren Push geht, aber trotzdem mit Mass Marines, das versuche ich mal rauszufinden, ob er eben auf diese frühen Marine Pushes geht, die meistens auch mit einer Expansion zusammenhängen, oder ob er hochtaggt. Und das erkenne ich eben daran, dass zum Beispiel zwei Barracks die Rampe blockieren, die dann direkt vor der Rampe gebaut sind. Dann weiß ich, da werden ziemlich schnell ziemlich viele Marines kommen und ich muss Gas geben, dass ich da eben mehr Zirklinge produziere und nicht weiter drohe. Und oder ich sehe eben einen Bunker dort vielleicht und ein eine Barracks und dann weiß ich, dass er wahrscheinlich taggen wird. Wenn ich ja vielleicht sogar noch irgendwo eine Factory sehe, dann weiß ich garantiert, dass er auf irgendwas taggen wird. Beziehungsweise weiß sogar, dass er da vielleicht auf Benjis oder Hellions gehen wird, eins von beiden. Und was vielleicht noch als kleiner Hinweis für die Terrans, beziehungsweise wenn ihr einen Terran-Gegner habt und ihr seid Zirk, ist es gut, wenn ihr einen Gas klaut, wenn ihr davor schon die wichtigen Informationen habt und wisst, was euer Gegner macht. Weil, erstens, also, ich fange nochmal ganz von vorne an. Ihr solltet auch bei Terrans gucken, ob er zwei Gas nimmt, ob er ein Gas nimmt oder kein Gas. Kein Gas, wie gesagt, unterstützt seine Fast Expansion und seine ganz schnellen Marines. Da müsst ihr definitiv schnell handeln mit euren Zirkling, dass ihr da ziemlich viele rauspumpt. Dann kann es sein, dass er auf ein Gas geht, was auf Hellions deuten könnte. Oder zwei Gas, was auf Banshees deuten wird. Und wenn man ein Gas klaut, sind schon mal die Banshees definitiv verzögert. Und ihr wisst als Zirk, die Banshees können schon mal nicht kommen. Zumindest nicht so schnell. Er könnte sie später bauen, wird es aber meistens nicht tun, weil es einfach zu spät ist und ihr dann schon irgendwelche Anti-Units habt, zum Beispiel Mutalisks, die draußen sind oder was weiß ich. Und das ist was, was ihr dann mit eurem Scouting-Drone in der Terran Base anfangen könnt. Wenn die Drohne so oder so sterben wird, weil eben der erste Marine rauskommt, der meistens eure Drohne überlegen ist, dann baut lieber schnell sowas. Kostet euch 25 Mineralien als Zirk. Und ja, dann könnt ihr da auch sogar noch ein paar Scouting-Information rausholen, eben weil das Ganze hier ist. Ihr könnt dann sehen, was wichtig ist, was TLO mal gesagt hat, von dem habe ich das gehört. Wenn jetzt, wie gesagt, ihr in der Terran Base seid, ihr das eine Gas geklaut habt, also dort euren Extractor drauf gebaut habt, und ihr seht, dass da zwei, drei Marines den Extractor angreifen, wisst ihr, oder könnt daraus schlussfolgern, dass er nicht mit den Marines zu eurer Basis rennt, um zum Beispiel dort einen Bunker zu bauen oder irgendwas. Und das ist natürlich ein Ausschlussverfahren, was natürlich dann auch immens hilft, was für euch eine Scouting-Information ist. Und ich will da wirklich auch keinen jetzt irgendwie bloßstellen, dass er vielleicht nicht weiß, oder dass ich jetzt hier irgendwie die Leute sage, dass sie schlecht sind. Man muss eben wissen, worauf man gucken kann, oder worauf man gucken soll. Und jetzt habe ich euch hoffentlich ein paar Hinweise geben oder ein paar Anregungen, worauf ihr eben gucken sollt, damit ihr auch wisst oder damit ihr mit euren Scouting-Information auch umgehen könnt. Denn nur die Drohne reinschicken und einfach sich denken, ja, mach mal, das wird einfach nichts. Ja, das war jetzt im Prinzip erstmal soweit zum Scouten oder ja, zum Scouten gewesen. Ich habe es versucht allgemein zu halten. Und jetzt am Ende würde ich einfach nur sagen, wenn ihr vielleicht ein Replay habt, wo ihr denkt, das ganz gut umgesetzt zu haben, das könnt ihr mir auch mal schicken an laundryhd@gmail.com. Die E-Mail steht auch in meinem Channel drin, in meiner Channel-Beschreibung. Falls euch das hier auch gefallen hat, abonniert mich, gebt mir Daumen nach oben bei den Videos, der grüne Daumen ganz unten unter dem Video. Und wenn ihr irgendwelche vielleicht Wünsche habt für irgendwelche Tutorials oder irgendwelche anderen Sachen oder vielleicht zum Overlord-Scouten oder zum, ich sag mal, Rampen-Scouten mit Zirkling als Zirk, dann könnt ihr mir da auch schreiben, dann mache ich euch auch gerne was dazu. Das war jetzt erstmal das gewesen, was sich eben auf diese eine Unit, auf diese erste Unit konzentriert hat. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Gebt mir da noch ein bisschen Feedback und ciao, ciao.